Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ja, wir sind hier in... Wie heißt der Ort nochmal hier? Rihard, glaube ich. Ja? Rihard, genau. Und... Ja, gesundheitlich sind wir erstmal wieder fit. Haben wir überhaupt eine Quest offen? Weiß ich jetzt nicht. Aber auch schon einige schon da. You have agreed to deliver a white rose to Queen's Cutlass by Mida, second of Sundas. Ja. Und was sagt denn die Uhr jetzt? 9:53 Uhr am Morgen. Okay, das ist gut, auf jeden Fall. Und ja, wir brauchen definitiv Geld. Jede Menge, weil Geld haben wir. Okay, 6017 geht. Level 6 sind wir. So, aber. Ne, warte, das wollen wir nicht. Warte, genau. Fang Lair wollen wir wissen. If you tried asking at a temple, they seem to know everything. Okay, dann suchen wir einen Tempel. Where is Tempel? Sagen wir nochmal. Where is nearest Tempel? Wo ist das nächste? I'm not really sure. Go southwest for a while and ask there. Okay, Südwesten, das geht klar. Südwesten ist da lang. Dann fragen wir da mal. Ich glaube, hier hinter ist es. Ich glaube, das ist ein Tempel. Wenn wir den Eingang finden. Ja. Dann gehen wir mal rein und fragen da, wo das ist. Ich glaube, hier hinter. Da sieht es aus, als wäre da jemand. Okay. Auch interessant. Ich will jetzt nicht auf den Tisch hier klettern. Moin. Okay, ich glaube, das ist nicht die Person, die ich fragen sollte. Hier geht's nicht rein. Wie sieht es denn hier aus von innen? Da und da. Vielleicht muss ich da mal rein. Nicht, dass ich jetzt Ärger kriege. Hier ist auch niemand. Wen soll ich denn fragen dann? Keine Ahnung. Die Musik hier. Nee, das ist hier falsch. Gehen wir mal hier rein. Mir wieder mal ein bisschen Blödsinn machen. Da speichere ich erstmal ganz kurz. Okay. Hier gibt es zwei Wege, die wir nehmen könnten. Gehen wir mal dahin. Ah, okay. Einmal spawnt er direkt vor mir. Ja. Und wo kommt der denn auf einmal? Oh, aber hier gibt's Gold.
180. Eine Claymore. 60 Gold. 140 Gold. Nice. Allein dieser Raum hat sich gelohnt. So, was gibt's denn da vorne? Ah, okay, das ist keine Tür. Hier ist nur Wasser. Der Raum hat sich definitiv gelohnt. Ah, das geht wieder runter. Hier gibt es uns gar nichts in dem Raum. Hier gibt es nichts. Dann gehen wir hier nochmal rein. Hier gibt es nichts. Oh, wieder zugehen. Auch nichts. So ging der wieder automatisch wieder auf. Hier ist auf einmal dunkel, okay. Was ist das? Boah. Digga. Okay, hier gibt's nichts. Dann gehen wir wieder runter. Skelett war auf einmal hart. Ne? Oh, hier gibt's Gold. Kommt. 200, 180. Und schnell rauf. So, wie viel haben wir jetzt verdient? Egal, wir sind schon fast bei 7000. Nice. Müssen wir den Schrott eben verkaufen, was wir eingesammelt haben? Gucken wir mal, wo wir das verkaufen können. Beziehungsweise wir können. Egal. Oder warte, doch, wir können uns hier eben auf einmal heilen. Wenn ich da wieder rein. Ne, das war das, glaube ich hier. Ne, doch nicht. Ja. Oh, ich dachte schon. Ah, wir können die. Egal. Die ist weg. Hä? Wo ist der Tempel jetzt? Das hier der Tempel? Oder das da? Hier ist eine imaginäre Wand. Ich komme hier nicht weiter. Moin. Vergiss er. Toll, ich komme hier nicht mehr raus. Ich glaube, das hier war der Tempel, ne? Ja, das hier war der Tempel. Können wir uns hier eben heilen? Ja. Also da war das der Weg zum Kollegen. So. Moin. Heal. 90 Gold, ja, okay, komm. Wir haben ja genug, also ist halt krass, wie. Hä? Das ist die Tür? Ja, das war die Tür, okay. So, dann suchen wir mal, wo wir verkaufen können. Hey, du da, hier geblieben. Hallo. Hey, hier geblieben. Wo ist der nächste Store? Hat er mir auf Karte gemacht. Okay. Dann können wir auch mal fragen. Fang Lair. I hear that Fang Lair was actually somewhere in the wilderness of Hammerfell. Don't want to mislead you, however, I'm really not very sure. Ah, okay, Fang Lair ist irgendwo hier in der Wildnis.
hier auf Kamera gehen. Hier schon Angler irgendwo. Hier, der wird vielleicht hier irgendwo fangen leer. Oder hier an den Straßen so. Dann sind ja alle mit einer Straße verbunden. Hier vielleicht könnte es sein. Hier irgendwo. So. Aber ich glaube vielleicht doch eher hier. Also da. Wie sieht eigentlich hier das Kaiserreich aus? Imperial City? Oh. Hier kann man gar nichts machen. Außer nach Imperial City. Die Kaiserstadt. Hier die Goldküste. Kennen wir ja alle noch. Hier müsste irgendwo Gruma sein. Und so. Oder hier Morrowind. Bin ich auch interessiert, wie das aussieht. Hier Aldrun. Dawn Forest, Magran Forest, Firewatch. Okay. Hier sind auch interessant aufgebaut, finde ich. Ah, da ist Nasus. Kragenmoor. Hier ist eben jetzt, genau, kenne ich ja noch von Dingens hier, Elder Scrolls Online, das eben jetzt hier irgendwo war. Hier sieht die Map irgendwie ein bisschen komisch aus, gerade von Wadenfell. Blacklight, Karma Hue. So. Dann gehen wir mal wieder raus. Was hatte die gesagt? Also, ne, die hat es uns auf die Karte hier markiert. So. Ah, da. Edge Quality Provisions. Okay. War südlich. Also müssen wir hier einmal drum herum. Ah, hier haben wir es. So, Cell. Wir haben ja alles Platte. Ja. 33 Gold. Geht klar. Plattenführers haben wir auch nochmal. So. Links, rechts kommt der Cell. Kein Shield. An der den haben wir ausgedrückt und lassen wir den. Hier den haben wir. 172 Gold. Okay. Der gibt nur 16 Gold, schade. Das hat er aber im Sortiment. Gerade an Rüstung. Okay, Ebenerz hat dann nix. Schade. Schön, wenn wir mal eine Ebenerz-Rüstung oder sowas kriegen. Oder eine Daedra-Rüstung, das wäre auch richtig geil. So, dann suchen wir uns nochmal einen Weg, das hier rausführt. Wo ist ein Stadttor? Ganz im Norden haben wir eins. Haben wir eins, das in der Nähe ist? Nicht wirklich in der Nähe. Gibt nur den im Norden da. Ausgang. Nur den hier. Dann stellt sich mir die Frage: Haben wir auch mit Schiffen hier raus oder so? Gibt es die Möglichkeit? Und hier unten ist wahrscheinlich so Königreich, Tempel oder sowas. Müssen wir mal
Nee, nicht nach Norden, sondern diese Richtung. Suchen wir mal das Königshaus da. Gucken, ob die uns erwartet haben. Ja, komm. Ich hoffe, ich laufe hier auch in die richtige Richtung. Wo sieht bisher so aus? Nee? Ist es fähig? Wir sind schon auf jeden Fall an der Stadtmauer. So. Dann wären wir hier im Königshaus. It is the busiest season of the year in Riyadh, and the palace's audience chamber is filled with area farmers discussing their harvests with Queen Bluba Amka. Many linger in the room after their businesses is proved, procrastinating the return to the burning field work. They seem to be talking mostly about Riyadh being suddenly at war with its nearest neighbor, Hanef. And how this will change the trade throughout the province. Ah, okay. Die sind momentan im Krieg. Oh, werte Königin, hallo. Welcome to Riyadh, Max Deos. I am Queen Blubamka, and I agree to tell you about Banglea for a favor. You see, not too long ago, a band of goblins, soll das Led heißen? Led by guarding the dark tact, the stronghold. They carried away with them much treasure, including a parchment which held within its writings clues to decipher, the part of the Elder Scrolls which spoke of the location of the legendary Fangler. Elder Scrolls, auf jeden Fall. Das gab doch schon damals Thema. Balthog and his goblins Led to an ancient ruined fortress called Stonekeep, outside the city. I fear that a large band of mercenaries or soldiers will be unable to find them. A single person. Stonekeep? Müssen wir da hin? However, would be much more successful. Perhaps your arrival is what you choose. If you would agree to try and recover this parchment, I will inscribe the location of the stone key onto your map. If you are successful and return with the parchment, I will be able to decipher the location of Fangler. I promise to give you that location as reward for your help. Do you agree? Hey, das hier ist Hauptquest, eh? Excellent. Stonekeep lies near Riyadh. Be careful. Golthak is crafty and evil. It is even rumored that he is a necromancer serving the Underking. When you have the parchment, return with it here and I will find out the location of Fangler for you. Queen Blubamka smiles broadly and motions for you to take your leave. Nice. Wir haben jetzt also die erste Hauptquest. Wie es aussieht. The ruler of Riyadh has marked Stonekeep on your map of the province of Hammerfell. Nice! Also das ist jetzt die erste offizielle Hauptquest, die wir haben. Nice! So, das gucken wir uns mal an, wo Stonekeep ist. Riverview, hier, Stonekeep. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dahin. Also, ich habe Bock drauf, auf jeden Fall. Ich sage aber auch jetzt schon vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und in der nächsten Folge sind wir auf dem Weg nach Stonekeep und machen unsere erste Hauptquest. Ciao.